Hallo ihr Lieben, ich habe heute was richtig Leckeres mitgebracht und zwar habe ich ein Zupfbrot gebacken. Der eine oder andere kennt das wahrscheinlich schon, das gibt schon lange das Rezept. An mir ist es irgendwie vorbeigegangen und zwar waren wir bei einer Freundin die Tage eingeladen zum Grillen und die hat das gemacht und ich war so begeistert, ich musste mir das Rezept klauen und natürlich direkt für euch mitfilmen. Gut, wir haben heute die Kräuterbutter-Variante, es gibt auch verschiedene Füllungen. Ich habe heute die Kräuterbutterfüllung und ich würde sagen, wir starten direkt und dann sehen wir uns zum Schluss nochmal wieder. Für den Teig gebt ihr alle Zutaten in eine Schüssel und lasst es für 2 bis 3 Minuten mit dem Knethaken zu einem glatten Teig rühren. Der Teig ist fertig, ich forme den einmal zu einem Rechteck, das ist einfach, damit ihr den später besser ausrollen könnt. Gebt noch etwas Mehl drunter und drüber und deckt das mit einem Küchentuch ab und das bleibt dann so lange erstmal ruhen, bis wir die Kräuterbutter fertig haben, denn darum kümmern wir uns jetzt. Für die Kräuterbutter gebe ich die Zwiebeln, den Knoblauch und die Petersilie, da habe ich zuvor die Stiele entfernt, in meinen Mixer oder Zerkleinerer. Ich weiß nicht, wie man das Ding nennt. Ihr könnt mir gerne auf die Sprünge helfen und einen Kommentar hinterlassen. Das zerkleine ich da einmal richtig schön mit. Wenn ihr sowas nicht habt, könnt ihr das auch super mit dem Messer zerkleinern. Das geht natürlich auch. So, und das mische ich mir dann zu meiner Butter zusammen mit dem Salz und dem Zitronenkonzentrat und knete das mit einer Gabel richtig schön durch, dass sich alles gut vermischt. Außerdem müsst ihr euch noch die Springform mit Butter einfetten. Ich hatte den Boden zuvor mit Backpapier ausgekleidet und den Rest mit Butter dick eingestrichen. Ich hatte eine 24er Springform, ihr könnt aber auch super eine 26er nehmen. Und dann wird der Teig ausgerollt, versucht rechteckig auszurollen. Es ist nicht schlimm, wenn das nicht perfekt wird. Aber das kriegt ihr am besten hin, wenn ihr auch schräg den Teig, also zur Spitze hin, ausrollt. So kriegt ihr am besten auch ein Rechteck hin, wie ihr sehen könnt. Und mein Problem war jetzt, dass meine Butter in der Zeit, wo ich den Teig ausgerollt habe, ein bisschen flüssiger geworden ist, weil ich zu dem Zeitpunkt 27 Grad in der Küche hatte. Es war richtig warm draußen und das war ein Riesenproblem. Ich habe es mit dem Löffel dann noch verteilen können, aber das war echt eine Qual. Also stellt euch, wenn ihr auch so warm in der Küche habt, die Butter zwischendurch in den Kühlschrank, damit euch das Ganze nicht passiert. Und dann habe ich mir einen Pizzaschneider genommen und mir 6 Stränge geschnitten, also die sollten so 5 cm breit sein. Und dann faltet ihr die Stränge wie eine Ziehharmonika. Das geht total einfach, wie ihr sehen könnt. Und stellt es dann aufrecht in die Auflaufform, beziehungsweise in die Springform. Und darauf achten, dass ihr die Butterseite nach innen stellt. Bei mir kamen 4 Stränge quasi außenrum als Kranz und in die Mitte dann die anderen 2. Und wenn ihr das dann habt und zufrieden seid, ihr könnt auch ruhig ein bisschen zurechtzupfen, stellt ihr das Ganze auf ein Stück Alufolie und klappt diese hoch, denn es kann passieren, dass beim Backen ein bisschen Butter aus der Form rausläuft und dann habt ihr euch nicht gleich den Backofen eingesaut. So sieht das Ganze dann gebacken aus, total lecker. Wenn das zu schnell braun wird bei euch, gebt nach der halben Backzeit ein Backpapier drüber. Dann habt ihr das Problem nicht. Gut, ich habe das in der Form auskühlen lassen, denn die Butter ist noch sehr flüssig gewesen. Und wenn es so noch warm ist, könnt ihr das ohne Probleme auf eure Servierplatte einfach schieben. Ja, und dann könnt ihr das warm als auch kalt essen. Also es schmeckt beides richtig lecker. Das sieht doch wirklich lecker aus, oder? Und das war es wirklich. Also
Das Grillfleisch war bei uns noch auf dem Grill und das Brot war schon halb aufgefuttert. Das sagt doch schon alles, oder? Also probiert es auf jeden Fall mal aus und vor allem lasst mal euer Feedback da. Das würde mich sehr interessieren, wie es bei euch ankommt. Gut, ihr Lieben, das war's für heute. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ich hoffe natürlich, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss!